Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog endlich mal. Wir haben jetzt heute Dienstag, wir haben uns fertig gemacht. Hallo. Ja, alles klar. Genau, wir haben uns fertig gemacht und fahren jetzt einkaufen. Und ja, wir müssen dann heute unbedingt die Wohnung aufräumen, denn gestern war die kleine Feier von Jakob und Hai. Und die Küche sieht dementsprechend aus, also ein Schlachtfeld. Hier sieht es auch noch so ein bisschen so aus. Der Couchtisch, der steht hier. Den hatten wir einfach da an die Seite gestellt. Da hatten wir ein paar Sachen draufgestellt, so Soßen und so weiter. Und genau, weil wir ja nicht mehr so viele Stühle haben, weil die ja mittlerweile alle kaputt sind, wir die weggeworfen haben, haben zwei auf der Couch gesessen und wir hatten dann die zwei Stühle hier noch. Und dann haben wir noch die zwei schwarzen Stühle von draußen von der Sitzgarnitur geholt. Und dann einfach den Tisch an die Couch und dann haben wir da gegessen. Es war sehr, sehr lecker. Es hat allen geschmeckt, was mich natürlich sehr, sehr freut. Jakob hat richtig geiles Pulled Pork gemacht. Er war richtig von sich selber begeistert, ne? Mhm. Und von mir selber sehr überzeugt. Und alle anderen waren auch total überzeugt und fanden das auch total lecker, was natürlich, wie gesagt, sehr, sehr einen freut, wenn man das hört. Deswegen habe ich ja voll an meinen Qualitäten gezweifelt. Morgens habe ich ja noch gesagt, das wird richtig scheiße. Weil ich damit absolut die ganze Zeit, du hast es nicht nur morgens gesagt, sondern die ganze Zeit eigentlich. Ja, ich glaube, auch werde ich heute auch öfter sagen. Ich hatte nämlich diese Nacht ein richtig geiles Erlebnis. Nicht. Ich bin mitten in der Nacht, irgendwann so gegen 4 war das, glaube ich, oder so, ne? Mitten in der Nacht, da waren wir erst kurz am Schlafen. Ja, es war aber mit einer. Ja, okay, ja. Ich glaube, die sind alle erst so gegen 2:30, 3 gefahren. Und dann sind wir natürlich auch erst ins Bett gegangen. Und ich habe diese Nacht einen Wadenkrampf bekommen vom Feinsten. Ich hatte davor schon mal einen Wadenkrampf, auch nachts. Aber sowas habe ich in meinem Leben noch nie gehabt, erlebt oder sonst was. Das war so unmenschlich krank und das hat so weh getan. Ich habe so geschrien und geweint, weil ich wurde natürlich dadurch aus dem Schlaf gerissen, habe mich total erschrocken und boah, ich habe Jakob direkt wach gemacht, beziehungsweise der wurde natürlich von mir, von meinem Geweine und meinem Geschrei wach. Ja, wir machen uns aber jetzt auf den Weg einkaufen. Hier sind Pfandflaschen, Kisten. Nee? Ja, Gott sei Dank haben die Temperaturen nachgelassen, ey, das feiere ich richtig. Aber wir wünschen euch natürlich dann erstmal jetzt viel Spaß bei dem Vlog. So, liebe Freunde, ich bin heute mal wieder mit dem Food Hall dran. Ich glaube, das ist ein bisschen hell wegen dem Fenster hinten, aber ich glaube, das macht nichts. So viel ist es in dem Sinne nicht, weil diese Woche haben wir eine verkürzte Woche, weil wir am Wochenende, also am Freitag, in einen kleinen Mini-Urlaub fahren. Also so für ein paar Tage. Und ja, deshalb brauchen wir diese Woche nicht allzu viel, also nur für heute, morgen und Donnerstag praktisch. Fangen wir an mit einem kleinen Kartoffelsalat mit Creme Fraiche in Steakhouse-Art. So, dann haben wir jetzt wie immer zweimal Margarine und einmal Chartreuseltee. Dann haben wir einmal hier einen Hühnernudeltopf, den habe ich mir mitgenommen. Dann haben wir hier noch einmal Milch, wie immer. Einmal Milchi. So, dann haben wir einmal hier von der Frischetheke zwei Bockwürstchen genommen. Für so zwischendurch mal zu knabbern. Hier haben wir noch, hier waren runtergesetzt zweimal so Burger Patties. So kleine. Dann haben wir hier einmal so Knacki-Würstchen. Also ich nenne die mal Knacki. Dann haben wir zweimal Schinken. Hier haben wir einmal eine Geflügelkräuterpastete. Dann haben wir einmal Käse, den Marstammer. Ich mag Marstammer nicht, das ist nicht mein Geschmack. Ich mag lieber Gouda und Edamer und Mozzarella. Mozzarella ist natürlich auch Käse. Mozzarella ist mein Lieblingskäse. Nein, ja, Mozzarella und dann Parmesan. Dann haben wir einmal Paprika-Schinkenwurst. Ich habe mir einmal so eine Kartenrauchwurst genommen, also sowas Salami-artiges. Dann haben wir hier noch einmal Putenzwiebelwurst. Und hier, deswegen habe ich die eben Knackis genannt, weil das hier sind die Originalen, die waren bei Kaufland 30% billiger. Und da habe ich mir die einmal mitgenommen, da kann ich einfach nicht vorbeigehen. Das funktioniert bei mir leider nicht. Wir haben noch einmal Kräuterfrischkäse. Und ich denke, man erahnt schon, was ich in der Hand halte.
Bei Kaufland war Mozzarella im Angebot. Ich hätte am liebsten 3 Kartons mitgenommen. Aber da dachte ich mir so, nee, irgendwann ist auch mal Schluss. Also habe ich mir 1 Mozzarella nur mitgenommen. Ich denke mal, das ist eine akzeptable Menge. Wir haben hier einmal jungen Spinat für ein Essen diese Woche. Dann war einmal Toffifee im Angebot für 99 Cent. Und das ist genau so eine Sache, wo ich dann nie vorbeigehen kann. Hier haben wir einmal Brötchen fürs Frühstück. Da ist einmal ein Kürbiskernbrötchen. Ich habe mir ein Käsebrötchen und ein Dinkelbrötchen genommen. Das Kürbiskern ist für Jessie. Hier haben wir einmal eine Packung Zwiebelringe zum Knabbern. Wir haben 2 Gurken. Okay, mir fällt gerade auf, wir haben diese typischen Weintrauben- und Bananeneinkauf nicht gemacht. Aber ich habe noch ein paar Bananen hier und die Weintrauben habe ich auch noch hier. Dann haben wir hier einmal Babykartoffeln, einmal Sonne, Mond und Sterne. Ich frage mich, wie man so viele Sterne essen kann. Hahaha, ein Astrologenwitz. Dann haben wir einmal Spülmittel zum Spülen natürlich. Dann war bei Kaufland Active O2 im Angebot und ich glaube, wir machen jetzt mal einen kleinen Test. Ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr Active O2 trinkt, was eure Lieblingssorte ist. Jessie seine ist Cherry und meine ist Iceberry. Und Kaufland hatte einmal Chip Shop und Pepsi im Angebot und natürlich, wenn das so ist, kann ich daran nicht vorbeigehen. Meine heißgeliebte Pepsi Max und Chip Shop Lemon Taste Zero zu kaufen. So, wir haben für den ganzen Kram, ich glaube, 27 Euro ausgegeben. 27 Euro und ein paar gequetschte. Und ja, dann werde ich euch gleich verraten, was es diese Woche zu essen gibt. Also heute gibt es den Rest von gestern, also den Rest Burger und wir machen noch Salat dabei, weil das noch über die Hälfte an Salat übrig geblieben und den müssen wir natürlich wegessen, bevor es schlecht wird. Morgen gibt es diese Spinat-Schinken-Nudelfanne, weil Spinat ist am meisten drin. Deswegen muss man das zuerst nennen. Die ihr da letztens, ich weiß nicht wie lange es schon her ist, als Rezepte-Video hattet. Das machen wir morgen wieder. Und am Donnerstag gibt es einen Kartoffel-Gurkensalat mit ein paar Würstchen. Das wollte Jessie unbedingt mal ausprobieren und das werden wir am Donnerstag ausprobieren und ich bin sehr gespannt. Ich räume den ganzen Kram jetzt mal weg und danach werden wir mal frühstücken um, ich glaube wir haben schon nach 1 Uhr, ich glaube 1:30 oder so, wenn nicht sogar schon 2 Uhr. Was klappt? Nix bei dir? Ich hab vergessen, das Essen zu filmen. Also. So. Wir fooden. The rest von gestern. Ja, das ist zu schade, um das wegzuwerfen. Das noch in dem. Ach, was heißt so viel? Also, das meiste, was nur übrig geblieben ist, ist Salat gewesen. Mhm. Weil das ein riesiger Kopf war. Jetzt haben wir noch lecker Salat. Und der Rest. Haben sie geile Pulled Pork, da muss ich gleich Daniela ein Bild schicken, das sieht die aus. Es sind mittlerweile schon wieder ein paar Stunden vergangen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Wir haben 22:30 mittlerweile schon. Als letztes habt ihr, glaube ich, gesehen, wie wir gegessen haben. Und danach haben wir einfach nur noch ein bisschen auf der Couch gechillt. Wundert euch übrigens nicht hier über dieses weiße Ding, das ist Blistex, habe ich mir drauf geschmiert. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe da irgendwie so ein Bläschen, also keine Ahnung, wo ich mir Plack geholt habe. Wenn ich mir Blistex drauf schmiere, dann geht das meistens sowieso direkt wieder weg. Nach dem Essen haben wir uns einfach nur noch hier auf die Couch gechillt. Wir haben so ein bisschen, ja, Serie geguckt, beziehungsweise YouTube geschaut. Und ich habe eben so ein ganz kleines bisschen gedöst, denn wir sind gestern ja auch erst so gegen 4 Uhr oder so, 3 Uhr, 4 Uhr ins Bett. Und dann heute Morgen wieder um 8:30 aufgestanden, beziehungsweise ich glaube Jakob war schon um 8 wach. Ich bin um 8:30 aus dem Bett gestiegen und dann sind wir auch schon fast einkaufen gegangen. Und ja, war alles so zack zack und versuchen direkt in den Alltag reinzukommen nach der Party da gestern. Und deswegen musste ich glaube ich irgendwie so ein bisschen runterschalten, weil ich richtig müde geworden bin. Und wir gucken im Moment einen YouTuber, den habe ich ganz neu entdeckt, beziehungsweise wir durch Zufall. Und zwar Adventure Buddy, vielleicht kennt der ein oder andere den sogar. Der macht so Videos über Lost Places. Und also das ist ja richtig
interessant. Also ich hätte nie gedacht, dass ich sowas irgendwie cool finde oder dass mich sowas interessiert. Und eben habe ich auch schon, ich konnte es nicht lassen, ein bisschen die Tasche gepackt, denn am Freitag fahren wir in Urlaub. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir zu dritt fahren, beziehungsweise zu viert, also meine Oma, wir beide und Zoe. Aber meine Oma hat gesagt, sie fühlt sich im Moment irgendwie nicht so danach, in Urlaub zu fahren. Sie möchte im Moment irgendwie lieber in ihren eigenen vier Wänden sein und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber sie möchte nicht, dass wir jetzt wegen ihr zu Hause bleiben. Also fahren Jakob und ich alleine und sie bleibt einfach mit Zoe hier. Denn ich habe es einfach lieber natürlich, auch wenn irgendwie, auch wenn es nur in dem Sinne ein Hund ist. Aber wenn Zoe dann bei ihr ist, dann ist meine Oma nicht ganz alleine. Sie findet das auch immer schön, weil dann hat sie was zu tun. Und ja, sie sagt immer, sonst ist sie langweilig. Von daher werden wir am Freitag alleine ein paar Tage nach Belgien fahren. Und da habe ich dann eben schon ein paar Sachen zusammengepackt. Wir haben Dienstag, Jessica, aber okay. Den Rest werde ich auf jeden Fall morgen packen, sowas wie Bettwäsche und Handtücher. Denn ich muss morgen erstmal waschen. Wir haben, ich glaube, alle drei Wäschekörbe voll, weil ich die letzten Tage echt gar nicht gewaschen habe. Deswegen werde ich dann morgen so einen kleinen Waschmarathon einlegen, damit auch alles rechtzeitig fertig ist. Gut, die Handtücher und so, das werde ich alles in den Trockner schmeißen, Unterwäsche und so. Aber die anderen Sachen, die werde ich dann rausstellen bei dem schönen Wetter und dann können die auch trocknen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, freue ich mich schon richtig, wenn wir fahren. Ich brauche unbedingt mal so ein paar Tage irgendwie, ja, nochmal für uns. Also vielleicht klingt das für den einen oder anderen auch total bescheuert und viele Nachrichten hatte ich auch bekommen, jetzt wo wir Montag halt nicht hochgeladen haben und ich habe auch schon die ersten Nachrichten bekommen, ja, warum habt ihr Jakobs Geburtstag, beziehungsweise halt Jakob und Heis Geburtstagsparty nicht gefilmt, also wir jetzt, obwohl Vanessa und Dani haben gefilmt und bei den beiden könnt ihr auf jeden Fall tolle Einblicke von dem Tag nachschauen, aber mir war einfach nicht danach und ich habe mir selber schon gesagt, ich habe sehr, sehr oft gevloggt, zum Beispiel, wenn es mir auch nicht gut ging, wenn ich schlechte Laune hatte, einfach weil ich diesen Druck hatte, dass andere Leute vielleicht sauer sind, weil kein Video kommt und dass ich dann wieder sagen muss, es kommt keins, obwohl ich ja Videotage habe. Aber ich werde das trotzdem für mich selber machen, dass ich immer mal wieder, wenn ich das gerade brauche, einfach ein paar Tage nichts hochlade und einfach mal sage, nee, mir ist gerade nicht danach, ich brauche gerade irgendwie Zeit für mich oder so. Vor allen Dingen, die Außenstehenden, also ihr wisst ja auch nie komplett immer, was so privat los ist. Wir zeigen natürlich sehr, sehr viel. Also wir haben ja praktisch 24 Stunden 7 die Kamera an und filmen alles und bequatschen alles mit euch. Und ich erzähle eigentlich schon so 90% meines Lebens im Internet. Aber diese restlichen 10%, die sind halt immer noch privat. Und wenn dann zum Beispiel irgendwie gerade mal privat irgendwas los ist, zum Beispiel wenn irgendwas nicht so schön ist oder man vielleicht emotional ist oder irgendwas mit der Familie ist oder so, das werde ich ja natürlich nicht im Internet preisgeben. Und wenn ich dann einfach mal ein paar Momente habe oder irgendwie ein paar Tage, wo es mir nicht gut geht, wo ich dann vielleicht deswegen ein bisschen nachdenklich bin, dann werde ich mir diese Zeit halt einfach nehmen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Großteil unserer Community da voll und ganz hintersteht und er sagt mir auch immer, wenn ich mal einen Tag brauche oder zwei oder drei, dann soll ich mir die auch nehmen, denn ihr habt ja in dem Sinne auch nichts davon, wenn ich mich mit schlechter Laune oder irgendwie, wenn es mir nicht gut geht, vor die Kamera setze. Weil diese Stimmung, die man dann hat, die dann in diesen Vlogs und so herrscht, die merkt man. Und ich persönlich würde mir das auch gar nicht gerne anschauen, wenn ich jetzt wüsste, dass da jemand vloggt oder man merkt ihm an, dass derjenige schlechte Laune hat. Nee, das wollen wir nicht. Ich werde bestimmt gleich noch ein paar Kommentare nachschauen, denn heute ist ein Fashion Haul online gekommen für euch gestern. Und wenn ihr den noch nicht geschaut habt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Der kommt bisher richtig gut bei euch an. Das freut mich immer total, weil ich diese Fashion-Videos auch total liebe. Dafür dann auch hier in diesem Vlog schon mal danke. Ja, auf einmal waren wir zack weg und ja, sind gerade erst aufgewacht. Jessie hat sich jetzt schon wieder ins Bett gelegt. Wollte euch noch schnell Tschö sagen. Ja, natürlich hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Bevor das jetzt ausgeht, sage ich Tschö und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Peace out.